Genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Nee, das hatten wir doch schon gelesen. Genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub. Genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Damit kann ich nichts anfangen. Da ist nichts Außergewöhnliches. Na hallo. Wer ist denn da barfuß im Schlamm rumgesprungen? In orangem Schlamm. Na hallo. Ich wette. Nein, das ist derselbe Eintrag. Also das ist, der hat das nicht neu geschrieben oder so, sondern ist das dasselbe Buch, das wir im Jagdclub schon gefunden hatten. In der Badewanne ist ja nicht mal. In der Badewanne. In der. Das ist creepy, da ich gerade etwas esse. Guten Appetit. Man müsste das halt anzünden können, bevor man überhaupt in den Wald muss. Geht. Genau. Was auch immer. Genau. Ich kann das hier aber nicht loslösen mit der Schere oder so. Was wäre genau ja total sinnlos wäre. Nachttisch, ein Buchfilm, das ihr natürlich an euch nimmt. Aus dem hinteren Teil des Buchs schaut die Ecke eines Briefs hervor. Wie bitte? Aus dem hinteren Teil des Buchs schaut die Ecke eines Briefs hervor. Oh mein Gott. Echt jetzt? Wow. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sümmchen aus der Aufregung zu schlagen, die das Verschwinden der Wölfe verursacht hat. Baron von Zell. Von Zell scheint dieser neue Partner zu sein, von dem Großberg Dorn erzählt hat. Baron von Zell. Kann mir nicht vorstellen, dass von Zell die Idee gefallen hat. Baron von Zell, in der Zeitung steht, dass den laufenden Wölfe schlimme Sachen machen. Es amüsiert mich, daran zu denken, dass Sie und ich wissen, dass die Zoo-Wölfe überhaupt nicht schuld sein können. Und dass dies außer uns niemand weiß? Ich fühle mich moralisch verpflichtet, es der Polizei mitzuteilen, aber ich bin Geschäftsmann und könnte dazu überredet werden, gegen meine Instinkte zu handeln. Als Zeichen Ihres guten Willens würden beispielsweise 500.000 DM mein Gewissen beruhigen. Ich werde auf Ihre Antwort 2 Tage warten. So, das ist, denke ich, die Info, die gefehlt hat. Ich... $500.000 DMs. Da, hier ist die Streichholzschachtel. Okay. Jetzt zurück in den Wald. Rechts, rechts, runter, runter. Zack. Rein da, rein da. Ja, ja, das wissen wir ja. In den Busch bitte. Der ist schnell nachgewachsen. Ah, okay. Okay, ich dachte, er kommt wieder nicht durch. So, Streichholz kombinieren mit der Lampe. Das hat gedauert. Das Spiel wäre ohne den Grace-Teil viel besser. Leck. Gefängnis.
der Dude war das. Der von Zell. Uff. Das war der, der immer so unsympathisch ist. Was ist los? Was ist passiert? Passiert? Nichts ist passiert. Haben Sie einen Geist gesehen? Nein. Ich... Um Gottes Willen. Da draußen im Wald. Zeigen Sie es mir. Gabriel! Da. Wo gehen Sie hin? Da drin. Nein, geh da doch nicht alleine rein. Schick den doch nicht da rein. Da muss was getan werden. Haben Sie von Zell gesehen? Von Zell? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Nur die Leichen. Er ist gerade noch drin gewesen. Fressend. Von Zell ist ein Werwolf. Was sonst? Sieht so aus, als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Diese Hütte hat er als Schutz benutzt. Genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer, findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an einsamen Plätzen an, zerrt sie zur Höhle zurück. Zum Fressen. Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Von Zell ist vorsichtig, er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat's geglaubt. Gucken wir, wo das aber ist, laut dem Hinweis. Aber passierte was, ich weiß nicht warum. Von Zell kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Ja, er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Tiere über den Schwarzmarkt beschaffte, seit Jahren. Von Aigner hatte hohe Schulden bei Von Zell. Von Zell bot an, etwas nachzulassen, als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen, für eine Gebühr. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresste er dann von Zell. Da hat von Zell ihn ermordet. Ja, das ist der Plot. Ich wusste, dass von Zell ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja, aber wahr. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut ist. Nein, die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem, ich bin verantwortlich für von Zell. Ich kannte die Macht der Philosophie, aber mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Ich habe das miterschaffen. Ich muss es aufhalten. Mit Ihrer Hilfe. Was schlagen Sie vor? Dass wir beide, Sie und ich, ihn jagen. Heute Nacht.
Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Tony Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen. Das wissen Sie? Hat der Mörderer gesagt. Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Mörderer. Jetzt müssen wir handeln. Kommen Sie um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung. Also heute Nacht. Oh ja. Was? Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Nicht, Sie machen mich nervös. Tue ich das? Ich neige dazu, diese Empfindung in anderen auszulösen. Passen die Sachen? Ich sehe aus wie Lord Byron, verdammt. Unsinn. Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug heute Nacht gut brauchen. Wir reiten nicht so oft in den Staaten. Wir lassen die Pferde hier. Das Reiten ist nachts zu gefährlich. Ich vermute, Sie haben einen Plan. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Sie haben sicher Ihre eigenen Methoden. Aber wenn ich Sie wäre, bliebe ich nah bei. Es wird gejagt. Bleiben Sie dicht bei mir. Ja, Bernie. Friedrich! Ich höre was! Ich hätte es auch so übersetzt. Das passt mit den Lippen gut. Und jeder weiß, was gemeint ist. Das wird's bringen. Lass mal speichern. Ah.
So. Stopp, Polizei, hier ist meine Marke. Okay, oben, rechts, runter, runter. Scheiße, Sackgasse! Wie sind wir am Anfang? Oben, rechts, rechts. Runter. Runter. Dieser Wolf ist so billig einfach. Wo zum Teufel? Ich bin jetzt bei der Schlucht, aber wo ist von Glover? Jetzt laufe ich im Kreis. Das ist die Sackgasse, oder? Scheiße, Sackgasse! Nun. Versuch Nummer 2. Oben. Rechts. Rechts. Kann ich nochmal rechts? Rechts. Rechts. Oh, hi. Die Tür ist verschlossen. Selbst wenn ich rauskriegen würde, wie man ein Pferd sattelt, könnte ich es nie reiten. Stimmt, das führt ja jetzt ewig im Kreis. Man muss also irgendwo runter. Runter sollte ich jetzt auf keinen Fall, ne? Links. Hoch? Das bin ich. Ja, das bin ich. Gabriel Knight. Wir wollen zu der Schlucht. Ja, das ist ja immer dasselbe. Jetzt runter. Jetzt nochmal runter. Wo zum Teufel?
Das bin ich, Gabriel Knight. Ich bin jetzt bei der Schlucht, aber wo ist von Glover? Oder der Wolf? Scheiße, wo ist von Glover? Dieser scheiß Wolf. Links. Er folgt mir also zumindest weiterhin. Shit, das war nicht gut. Die Tür ist verschlossen. Ich verstehe nicht, wo ich mit dem Wolf hin soll, um ehrlich zu sein. Muss ich da irgendwas benutzen? Jawohl, ein Wolf. Hier ist die Sackgasse. Okay. Und das führt also eigentlich immer zum Tod. Oh, das ist lame. Laden. Laden. Nochmal. Ja, Talisman mit Wolf benutzen. Erstmal Wolf finden. Ah, da bist du. Talisman. Oh, wo ist der Talisman? Hallo, Angel of Past. Ich wollte das nicht. Nein. Ich will den Talisman benutzen. Okay. Melly. Der ewige Dämon. Wohin ist er jetzt geflohen? Nach oben? Wie mir scheint, ja. Der Wolf so, ich gehe langsam rückwärts weg. Wolf.
Sie! Was ist die Stimme? Nicht mich! Erschieß sie! Nicht mich war übrigens falsch übersetzt von Not Me. Und damit meinte er nicht ich. Er wollte ihn nicht erschießen. Und das ist wichtig. Puh, wir haben den Wolf, Leute. Ich schätze, ich bin entlarvt. Ich bin halt kein Jäger. Von Zen. Von sowas wird mir übel. Sie haben weniger Erfahrung, als ich dachte. Das wird sich ändern. Es ist die Wunde. Die müssen wir reinigen. Er hat mich erwischt. Scheiße, ist der hässlich. Moment mal. Ich habe ihn erschossen. Sie haben mich gezwungen. Okay. Gott. Der, ich bin blind. Ich bin ganz froh, dass da nichts zu sehen ist. Zum Glück haben sie mich dazu gezwungen. Kommen Sie. Ich werde es im Haus verbinden. Und morgen früh fahre ich Sie nach München. Sie haben für diesmal genug gejagt. Kapitel 6, Leute, wir haben das Kapitel absolviert. Was passiert jetzt für ein Scheiß? Oh nein. Das letzte Kapitel des Spiels leider mit Grace. Mich? Erschieß ihn!
Er hat nun eine Vision davon, wo Wagner die Teile seiner Oper versteckt. Was auch immer das mit der ganzen Wolfsgeschichte zu tun hat, aber nun. Oder war es Ludwig, der die Wagner-Oper versteckt hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendjemand auf jeden Fall. Das soll Wagner sein. Ja, Dr. Oetker ist es nicht. Aber ja, eher Ludwig. Aber das sechste Kapitel heben wir uns für einen anderen Stream auf, denn das ist ziemlich lang. Aber es ist Ludwig der Zweite von links. Na, da kommen noch ein bisschen. 2 Stunden oder so. Sage, sie soll dies zu meinem Herzen in Altötting legen. Harry ist der Werwolf. Nein. Sie haben einen Besucher. Nun, Tioli, ich fürchte, dazu wird es nicht kommen. Und wenn, dann nicht heute. Grace Nakimura. Sagt auf Wiedersehen. Und dasselbe tue ich so langsam. Leute, es war ein sehr, sehr erheiterter Stream. Wir haben die Museumsszenen hinter uns gebracht. Langweiliger als das wird es nicht, keine Sorge. Was man aber in einer der Notizen mitbekommen hätte, diese ganzen Texte, die wir geskippt haben, ist halt, dass ein Werwolf keinen Untergebenen seines Packs sozusagen töten kann. Und das ist ein Hinweis, der ist relativ wichtig, wenn man an die Szene zurückdenkt, wo Glover das Gewehr in der Hand hielt und den Werwolf nicht erschießen wollte. Also ist Glover auch einer. Nicht nur irgendeiner, sondern der Leitwolf. Alle, die er infiziert hat, werden, glaube ich, geheilt, wenn man ihn tötet. Und ja, das sind so ein paar Notizen, die oder Randinfos aus den Notizen, die sollte man vielleicht wissen. Da macht das Kapitel ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, die sind nicht unbedingt alle Wölfe, das, so meinte ich das nicht mehr. Leute, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Stream. Morgen spielen wir Custom Level. Vielleicht spielen wir das hier morgen ja zu Ende. Mal schauen. Auf jeden Fall ab 16 Uhr Custom Level.
Und Streams der nächsten Woche weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen. Oh, Bahamut, das tut mir leid. Oh, Entschuldigung. Ich werde Oddly Gaming raiden. Sie spielt Amnesia. Das war der Lesestream, oder? Eigentlich will ich keinen Lesestream raiden. Nein, wir spielen morgen CLs. Keine Sorge. Ja, wobei sieht gerade nicht nach nur Lesen aus. Ich bin mir nicht sicher. Vorlesestream. Alle Notizen in Amnesia 2 für die 100%. Bin nicht sicher. Do it. Ja, komm. Scheiß drauf. Tun wir. Raid Oddly Gaming. Custom Levels von Tomb Raider. Na, abbrechen, abbrechen. Falscher Kanal. So, das ist der richtige. So. Sorry. Das war ein falscher Kanal-Raid. Dankeschön für den Hinweis. Also Leute, ciao, gute Nacht. Und lass dein Hallöchen bei Oddly Gaming. Ja, noch nie passiert.